Shanghai, die bedeutendste Industriestadt der Volksrepublik China. Rund 23 Millionen Menschen leben und arbeiten in dieser gigantischen Metropole. Eine Stadt am Puls der Zeit und für viele große Unternehmen und Global Player auch aus Deutschland the place to be. Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist seit 50 Jahren in China präsent. Seit 5 Jahren sogar mit einem eigenen Produktionsstandort in Qingpu vor den Toren Shanghais. Das Besondere, Heidelberg ist der einzige europäische Druckmaschinenhersteller mit einem eigenen Montagewerk in China. Ein Standort, der seit seiner Eröffnung 2006 beständig wächst. Gerade wurde der 3. Bauabschnitt fertiggestellt. Das Unternehmen investierte bislang ca. 50 Millionen Euro in das Werk. Rund 400 Kunden feiern diesen Erfolg mit Heidelberg. Auf 45.000 Quadratmetern montieren hier 400 Mitarbeiter Falzmaschinen sowie Standarddruckmaschinen aller gängigen Formatklassen, überwiegend für den chinesischen Markt nach weltweit einheitlichen Qualitätsstandards des Unternehmens. Die Produktionsfläche wurde in den vergangenen 4 Jahren verdreifacht. So ist das Unternehmen in der Lage, die steigende Nachfrage chinesischer Druckereien schnell zu bedienen. Die Verkaufszahlen sprechen für sich. Jeweils über 1000 Druckwerke der Typen Speedmaster SM52 und SM74 wechselten bisher den Besitzer. Auf Standardmaschinen wie diesen liegt der Fokus der Produktion in Shanghai. Damit ist es Heidelberg gelungen, in China zusätzliche Kundensegmente zu erschließen, die man mit Produkten aus deutscher Fertigung nicht wirtschaftlich hätte bedienen können. China ist der größte Markt, den wir zurzeit haben und auch der am schnellsten wachsende Markt. Wir müssen vorbereitet sein, dass wir die Standardmaschinen, die wir hier vertreiben können, auch hier an dem Standort bauen können. Denn diese Art Maschinen zu den Kosten, die wir hier realisieren können, könnten wir in Deutschland nicht bauen. Deshalb haben wir vor 5 Jahren hier investiert, haben jetzt die nächste Ausbaustufe erreicht und sind froh, diesen Standort heute wieder eröffnen zu können. China ist für das Unternehmen mit einem Umsatz von rund 420 Millionen Euro mittlerweile der größte Absatzmarkt vor Deutschland und USA. Die Produkte aus der Montage in Qingpu sind gefragt. Die Wachstumsrate der chinesischen Druckindustrie liegt derzeit bei über 10% und damit sogar über dem Bruttosozialprodukt. Das Druckvolumen hat sich in den vergangenen 10 Jahren verdreifacht. Jede 3. Maschine, die von Heidelberg auf dem chinesischen Markt ausgeliefert wird, kommt mittlerweile aus dem Werk Qingpu. Ein typischer Betrieb, der mit diesen Maschinen arbeitet, ist die Druckerei Pushun. Seit 2 Jahren drucken die 150 Mitarbeiter mit der Speedmaster CD102 und der Speedmaster PM74 Aufträge für den lokalen Markt. Die Maschine aus Qingpu ist qualitativ genauso gut wie eine Maschine made in Germany. Aber der Preis ist für uns erschwinglicher im Vergleich zu importierten Maschinen. Wir denken, das ist der richtige Schritt für eine Druckerei auf Wachstumskurs. Ganz anders positioniert die Shanghai Tobacco Industry Printing Factory. Ein Staatsbetrieb, der mit High-End-Equipment aus Wiesloch vorwiegend Zigarettenverpackungen für den chinesischen Markt produziert. 1650 Angestellte arbeiten mit mehreren Heidelberg-Maschinen, unter anderem mit der Speedmaster XL105, um auf die Anforderungen des Marktes reagieren zu können. Erstens habe ich mit Heidelberg das Vertrauen meiner Kunden gewonnen. Sie bestätigen mir, dass die Produkte, die mit Heidelberg gedruckt wurden, qualitativ hochwertig sind. Zweitens haben wir ein wettbewerbsfähiges Angebot für die Maschinen erhalten. Der 3. Grund ist, dass Heidelberg meinen Mitarbeitern Schulungen und Trainings bietet, um das gesamte Leistungsspektrum der Maschinen auszuschöpfen. Und viertens hatten wir mehrfach die Möglichkeit, andere Druckereien zu besuchen und dabei zu lernen. 2 Druckereien, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch das Portfolio von Heidelberg bietet für jeden eine maßgeschneiderte Lösung.